Hallo meine Lieben, heute arbeiten wir mal wieder mit dem Stuhl. Wir brauchen ein dickes Handtuch, was wir zu einer Rolle aufrollen. Das legen wir uns vor unseren Stuhl. Und wir brauchen ein kleines Handtuch, was wir in den Händen haben. Ja? Ich drehe den Stuhl mal in diese Richtung, damit ihr das alles besser erkennen könnt, was ich mache. Ich hoffe, das könnt ihr dann auch sehen. Und ich stelle meine Füße mit den Fersen auf dem Boden, die stehen bergauf. Neulich haben wir schon mal im Stehen so ein Video gemacht, heute machen wir es mit dem Stuhl, damit auch die Leute, die nicht so gut stehen können und die Senioren, Kränkeren unter euch ein bisschen mitmachen können. Aber es darf auch jeder andere mitmachen. Anstrengend und schweißtreibend ist es in jedem Fall. Gut, also meine Füße stehen bergauf, meine Fersen stehen am Boden und sind so ungefähr ein bisschen weiter unter den Knien, ein bisschen eher Oberschenkel. Ich richte meinen Rücken auf. Gut. Nehme mein oberes Handtuch, schulterbreit, mit den Daumen nach außen, mal in die Hände, Ellbogen ran und kreise wie immer meine Schultern rückwärts. Ich bringe das Band hier, das Handtuch, auf Zug und kreise richtig meine Schulterblätter rückwärts. Das merkt ihr, wenn ihr die Schultern hinten unten habt und ihr Zug auf habt, dann kommt ihr hier oben auseinander. Ja? Versucht wie so eine Pleuelstange von der Eisenbahn zu arbeiten. Erstmal ohne viel Rückeneinsatz, außer dass er aufrecht ist. Ihr drückt euch immer aus eurer Sitzfläche hoch. Ihr sitzt auf beiden Pobacken. 4, 3, 2, letzter. Jetzt streckt ihr mal die Arme vor, lasst die Schultern hinten unten, streckt die Arme vor und zieht die Daumen nach außen, zieht das Handtuch auseinander und hebt mal die Arme hoch und wieder vor. Es muss nicht ganz hoch zur Decke sein, nur so hoch wie es geht, ohne dass die Schultern hochkommen. Ja? Lasst die Schultern tief und senkt wieder ab. Ihr spürt den mittleren Rücken und den Bauch. Viermal, dreimal, zweimal und der letzte. Gut. Und dann legt ihr das Tuch auf eure Schenkel. Jetzt zieht ihr die Fersen noch ein bisschen weiter nach hinten und ihr steht immer noch bergauf. Ihr werdet euch wundern, warum. Ihr macht einfach eine Vordehnung für eure Waden, damit eure Fußmuskulatur ein bisschen besser arbeiten kann. Gedehnte Muskeln können immer besser arbeiten als zu kurze, zu feste Muskeln. Ja? Diesmal nehmen wir die Daumen nach innen, auch wieder schulterbreit, ziehen das Handtuch auseinander, Schultern zurück, Arme vor. Und diesmal gehen wir mit dem Rücken mal nach vorne, mit der Brust in Richtung Knie. Und ihr drückt den Großzehen und den kleinen Zeh, die Grundgelenke, beide gleichmäßig in das Handtuch hinein. Schultern zurück. Der Po kommt hinten so ein bisschen hoch. Und jetzt kriegt ihr ein bisschen Druck auf eure Vorfüße. Knie sind hier parallel, die gehen nicht nach außen oder nach innen. Schön über den Fersen halten. Ja? Es geht vor und zurück. Das ist fast wie Rudern. Ja? Vor, ihr zieht das Handtuch auseinander, mein Stuhl knarrt. Ja? Lass den Rücken ganz lang, Brustbein heben. Vor, zurück. Und ihr spürt euren Rücken. Viermal. Dreimal. Zweimal. Und der letzte. Und jetzt geht ihr mal weit nach vorne und geht mit dem Handtuch nach unten zu euren Füßen. Gut. Und dann könnt ihr euch noch kurz mal hängen lassen. Den Rücken lang machen. Gut. Jetzt aus dieser Position mache ich meinen Rücken gerade. Hebe das Handtuch auf Zug hoch und schaue ihm hinterher. Ja? Und wieder tief. Ich komme hoch und wieder tief. Ich versuche mich so weit in den mittleren Rücken zu strecken, wie ich kann. Schultern bleiben weg von den Ohren. Zweimal noch. Und der letzte. Gut, ich verändere etwas. Ich gehe vorne tief.
Und jetzt gehe ich mal schräg hoch und schaue hier hoch. Ich gehe wieder gerade vor meine Füße und gehe schräg hoch zur anderen Seite. Lasse meine Beine, wo sie sind. Wenn ihr nicht so genau wisst, wo eure Beine sind, stopft ihr auch euch noch ein Kissen zwischen die Knie, dass die parallel sind. Ja? Versucht die Schultern so parallel wie möglich zu lassen und öffnen und tief. Rotation. Öffnen und tief. Öffnen und tief. Öffnen und tief. Bleibt hier. Kommt hoch. Bringt das Handtuch hinter euren Kopf. Ihr dürft ein bisschen breiter greifen. Wieder Zug drauf. Gut. Jetzt kommt ihr mit dem Oberkörper, ihr rutscht mit dem Po ein bisschen weiter auf die Kante. Die Fersen sind immer noch unten. Zug aufs Handtuch. Nicht die Schultern hoch, Schultern weg, Hals lang. Und nicht hier abstützen. Ja, ihr habt hier freie Wischmöglichkeit mit dem Handtuch. Kommt mit dem Oberkörper vor und zurück. Zieht eure Fersen noch weiter unter die Oberschenkel. Kommt vor. Ja, und zurück. Und es ist nicht das. Ja? Die Hände bleiben hinten. Schulterblätter zusammen. Beine parallel. Jetzt kommt immer hoch und hebt den Po hoch. Und setzt euch wieder hin. Rücken bleibt ganz lang und gerade. Hoch und hinsetzen. Hoch und hinsetzen. Hoch und hinsetzen. Hoch bleiben. Knie strecken. Beugen. Hinsetzen. Hoch, Knie strecken, beugen, hinsetzen. Lass den Rücken, wie er ist. Hoch, Knie strecken, beugen, hinsetzen. Hoch, Knie strecken, wir gucken nach rechts, wir gucken nach links, beugen, hinsetzen. Hoch, strecken, wir gucken nach links, wir gucken nach rechts, gerade, beugen, hinsetzen. Ja? Strecken, drehen, drehen und hinsetzen. Einmal noch. Strecken, drehen, drehen und hinsetzen. Jetzt kommt ihr ganz hoch und streckt euch mal. Nehmt die Arme weit nach hinten, öffnet euren Brustkorb und atmet. Gut. Sehr schön. Und jetzt nehmen wir die Arme mal vorne runter. Gut. Jetzt nehmen wir mal das Handtuch hinter uns. Jetzt spielt der Stuhl mal im Moment nicht mit. Auch hier wieder, so dass ihr gerade am Po vorbeikommt. Daumen nach außen, Zug auf das Handtuch hinten, Schulterblätter zurück. Und jetzt guckt ihr mal zu eurer Hand. Arme lang, Rücken lang, zur Hand gucken. Bom, bom. Knie sind gestreckt. Haltet den Bauch innen. Langweilig. Und Pause. Jetzt kommt ihr mal ein bisschen das Handtuch zum Stuhl schieben, mit den Füßen bergab. Die Fersen stehen jetzt oben, das Handtuch ist hinter eurem Po. Ihr streckt euch mal nach hinten, öffnet euren Brustkorb. Und jetzt bringt ihr mal die Knie in Beugung und setzt euch wieder hin. Fast verpasst hier. Das wäre eine gute Filmaufnahme gewesen. Die Fersen sind unter den Oberschenkeln. Ihr habt das Handtuch hier auf Zug. Ihr habt eure Groß- und Kleinzehengrundgelenke belastet, es steht auf den Zehenspitzen. Ihr kommt hoch, haltet die Knie gebeugt und streckt sie. Macht den Rücken gerade. Beugen, hinsetzen. Hoch, strecken, beugen, hinsetzen. Hoch, strecken, beugen, hinsetzen. Hoch, strecken, nach rechts, nach links. Beugen, hinsetzen. Hoch, strecken, Rücken drehen nach rechts, nach links. Beugen, hinsetzen. Zweimal noch. Hoch, strecken, drehen, drehen, Mitte, hinsetzen. Hoch, strecken, hier mal bleiben. Gut. Streckt die Knie, schiebt den Po nach hinten, spürt hinten den Oberschenkel, wie er dehnt. Jetzt lasst ihr das Handtuch mal los. Nehmt es vorne, so kniebreit. Und jetzt kommt ihr mal hoch mit den Armen. Versucht hier so einen rechten Winkel zu bauen.
Kommt hoch, guckt mal durch, guckt durch, tief. Ja? Kommt hoch, rechts gucken, links gucken und wieder tief. Meine Brille rutscht. Kommt hoch, macht den Rücken lang, rechts gucken, links gucken und wieder tief. Knie sind gestreckt, ihr steht wie auf Stöckelschuhen. Gerade, rechts, links und sitzen. Einen habe ich noch. Jetzt schiebt ihr das Handtuch so weit nach vorne unter den Füßen, dass ihr hinten die Ferse aufstellen könnt und vorne die Zehenspitze mit dem anderen Fuß. Ja? So. Jetzt nehmen wir das Handtuch über den Kopf, greifen hinter den Rücken. Ihr könnt ruhig die rechte Hand nach oben nehmen, die linke hier unten am Kreuzbein, dass ihr hier längs der Wirbelsäule Parallelität habt, Schultern zurück, Schrittstellung, Vorfuß unten, anderer Fuß hinten unten und dann stehen wir mal auf und wieder sitzen. Kommt hoch und sitzen. Versucht euer Hinterhaupt auch an das Handtuch zu bringen und drückt eure untere Hand in das Kreuzbein rein. Und dann dreht ihr mal den Kopf zu eurem oberen Arm und wieder gerade. Ja? Tack. Gerade. Macht den Bauch fest und lang. Gerade. Kopf drehen zu eurem Bizeps und gerade. Drehen. Gerade. Drehen. Gerade. Drehen. Gerade. Nicht drehen. Hier. Und mal hochkommen. Ihr steht hinten auf der Ferse, vorne auf dem Vorfuß. Ihr habt auch Gewicht auf dem Vorfuß. Ihr steht jetzt nicht hinten auf dem Bein. Ja, verteilt euer Gewicht gleichmäßig. Und jetzt versucht ihr mal, den Rücken zu schrubben, indem ihr das Handtuch hier nach oben zieht, der Ellbogen hier beugt. Und dann zieht ihr den anderen Arm in die Beuge, hinterm Kopf, wie Rücken abtrocknen. Kinn rein, Hals lang, 4, 3, macht den Bauch fest und lang, 2, Pause. Und wieder hinsetzen. Andere Seite, gleiches Spiel. Hinten die Ferse aufstellen, beim anderen Bein jetzt, vorne den Vorfuß. Die linke Hand ist jetzt oben. Hinten die Faust ins Kreuzbein. So, Schultern zurück, Hals lang. Moduliert euch gut an euren gezogenen Stab hier an. Schultern zurück. Gut. Parallele Beine. Und dann kommt ihr hoch. Und wieder hinsetzen. Und hoch. Und hinsetzen. Schön den Rücken aufrecht halten, Bauch fest und lang. Ja? Das ist wichtig. 4-mal. 3-mal. Ne, wir machen 6. Jetzt noch 5. 4. 3. 2. Und 1. Und dann bleiben wir mal hier stehen in der Beuge und gucken zu unserem Bizeps und gerade. Bizeps, gerade. Ihr seid in den Knien, seid kurz vorm Sitzen und ihr dreht nur euren Kopf. Der Hals bleibt lang und ihr dreht eure Nase und wollt mal unterm Achsel riechen auf Schinken. 4 Stück. 3, 2, letzter. Setzt euch, haltet noch auf Zug, kommt hoch, steht auf, streckt die Beine. Verlagert vorn und hinten gleich viel Gewicht. Und dann wieder hier ziehen nach oben und unten. Macht den Bauch fest. Man kann auch immer schön schnuddelig stehen. Drückt euch als Vorfuß und Rückfuß raus aus den Bodenkontakten. Macht die Taille lang. Bauchnabel rein. 4-mal. 3-mal. 2-mal. Letzter. Und Pause. Puh, mir ist jetzt schon ganz schön warm. Ich hoffe, euch auch ein bisschen. Es kommt bei diesen Übungen immer darauf an, dass ihr mit Muskeleinsatz in eurer Mitte arbeitet. Sitzt ihr da so und macht diese Sachen, werdet ihr nicht viel spüren. Ihr müsst euch immer strecken, Bauchnabel rein, Schultern zurück, Rücken-Bauchmuskelaktivität
Taillenaktivität sollte immer da sein. So, jetzt muss ich einmal tupfen. Zwei Sachen ungefähr habe ich noch. Eine Sache, jetzt drehe ich meinen Schuh mal in die andere Richtung. Wir lassen die Handtücher jetzt mal weg. Ich stütze mich hinten ab, stelle meine Füße auf und lasse mal meine Knie nach rechts und links. Ja? Gut. Schön die Fersen mal hier hin drehen, abstellen, in die andere Richtung drehen. Ja? Vier. Ist nicht so anstrengend. Stützt euch hinten ab. Gut. Dann stelle ich meine Füße parallel auf, ungefähr hüftbreit wieder. Und jetzt Schultern zurück. Und jetzt hebe ich mal meinen Po hoch und versuche nicht nur so mal so schaukeln, sondern richtig hoch zu heben. Und wieder hinsetzen. Ja? Ich stütze mich, strecke mich aus meinen Handballen raus, meine Ellbogen sind gestreckt, meine Schulterblätter ziehen hinten zusammen. Ich schiebe meine Hüfte hoch und wieder hinsetzen. Hoch, hinsetzen, hoch, hinsetzen. Einmal noch. Hoch, hinsetzen und sitzen. Gut, jetzt nehmen wir einen Fuß, fangen wir mit dem an, aufs Knie. Wichtig ist bei dem Stützen von den Füßen, wenn ihr hochkommt, dass ihr immer den Großzehenballen runterdrückt, dass ihr euch nicht auf der Fußaußenkante hochdrückt. Sowohl bei den Parallelen immer den großen Zeh runterdrücken, weil sonst hängt man hier in den Hüften runter und man kriegt die Kiste nicht richtig hoch. Genauso wie jetzt, wenn wir es einbeinig machen. Ja? Also ihr steht auf dem Standfuß hier, den Großzeh drückt ihr runter und den kleinen Zeh. Nicht so viel Gewicht auf die Ferse. Hier legt ihr einmal erstmal sitzen, den Fuß auf den anderen Oberschenkel und kommt mal nach vorn. Nur nach vorn. Versucht so weit nach vorn zu kommen, wie geht. Tack. Da ist jetzt schon die Dehnung mit impliziert. Ihr könnt auch mal so ein bisschen hier hin. Ja. Und euch mal in die verschiedenen Richtungen bewegen. Und nur so weit, wie ihr könnt. Ihr seht, hier falle ich fast vom Stuhl. Ja. Ihr könnt auch mal den Standfuß irgendwo drauf nehmen. Habt ihr schon eine gute Po-Dehnung. Vier. Dreht ruhig eure Schultern. Ja, macht, was euch so einfällt in dieser Position. So, und dann stützen wir uns wieder hinten ab. Großzehe runterdrücken und jetzt wieder den Po hoch und runter. Hoch und runter. Und ihr versucht, das andere Knie so entspannt wie möglich hier liegen zu lassen. Ja, hoch. Drückt euren Großzehe-Grundgelenk runter. Viermal, dreimal, zweimal, letzter und sitzen. Andere Seite. Erst auch wieder, meine Socke ist schon ein bisschen hier auf dem Boden rumgelaufen, ist nicht so sauber. Gut, Fuß hier oben drauf und erstmal wieder andehnen. Ja. Bewegt euch. Ja. So, sehr gut. Gut, schön angedehnt. Jetzt halte ich mich wieder hinten fest, gebe mein Großzehengrundgelenk, mein Kleinzehengrundgelenk wieder gut in den Boden und hebe meinen Po hoch und wieder sitzen. Hoch, sitzen, hoch, sitzen. Vier Stück, drei Stück, zwei Stück. Und der letzte. Und sitzen. Sehr schön. So, jetzt haben wir schon einiges gemacht. Ist wieder viel Beinachsentraining, Rückentraining, Schultertraining. Ihr habt einiges gesehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ihr könnt mir gerne E-Mails schreiben über andrea-bischoff-physio.de. So. Und ich freue mich über alles, was bei mir ankommt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Turnt schön, wiederholt die Videos, damit ihr immer besser werdet. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal.